06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Trainer, Spieltag 37 in der dritten Liga mit einem Auswärtsspiel beim SC Verl, das irgendwo hoffentlich für euch ein normales Auswärtsspiel ist, aber es ist eben am Ende auch alles andere als ein normales Auswärtsspiel. Wie stehst du im Moment so ein bisschen zwischen den Stühlen fast mit der ganzen sportlichen Situation, die eben gerade so wunderschön ist? Ja, indem man sich ganz normal wirklich fokussiert auf die Aufgabe, auf das, was da kommt. Also wir haben uns fest vorgenommen, ganz bei uns zu bleiben, auf die Dinge konzentrieren, die wir beeinflussen können. Natürlich kriegst du von außen sehr viel Informationen, du wirst auch irgendwo immer wieder darauf angesprochen. Das ist ganz normal, aber wir müssen es schaffen, dann intern hier, wenn wir in der Kabine sitzen am Sonntag und in das Spiel rausgehen, einfach gar nicht nachdenken, sondern wirklich Fußball spielen. Wenn du sagst, die Dinge beeinflussen, die ihr eben beeinflussen könnt, was ist das? Was ist da so? Wo arbeitet das Trainerteam gerade nochmal besonders dran in so einer Phase? Ja, also wir haben immer viele Abläufe und Prozesse, auch taktische Verhaltensweisen, das können wir beeinflussen. Natürlich die individuellen, das heißt Zweikampfhärte, Zweikämpfe, marschieren, ob ich hinterherlaufe, ob ich den Kopfball gewinne, ob ich meinem Partner helfe. Das sind Dinge, das kann ich beeinflussen. Und alles andere lassen wir auf uns zukommen. In Verl wartet wahrscheinlich ähnlich wie in Köln einfach eine spielerische Mannschaft, die Bock hat zu zocken. Wie war es dann ein guter Vorlauf in Köln? Kann man es vergleichen? Ja, das ist so ähnlich. Ich finde Verl auch so ein Stück weit von der Spielanlage so wie Aue. Die wollen echt immer von hinten nach vorne sich kombinieren, haben aber außer Aue, nicht so wie Aue, zwei echte Stürmer vorne drin, die sich gut bewegen. Und das ist genau der Schlüssel, ne? Du musst eben das unterbinden, versuchen ihnen die Freude zu nehmen und die Stürmer im Griff haben und selbst sehr mutig spielen. Wir haben die beste Offensive der Liga, wir sind auch sehr gefährlich und diese Stärke müssen wir einfach auf den Platz kriegen. Wahrscheinlich wird es der Wunsch sein, so zu starten wie gegen Saarbrücken zuletzt, davor gegen Köln war es ein bisschen schwieriger. Muss man den Jungs nochmal was mitgeben, damit man einfach diesen Saarbrücken-Start nochmal so auf den Rasen bekommt? Ja, das ist ja immer ein Traum, ne? Wir haben das ja vor, aber dass es immer funktioniert, ist wieder was anderes. Wir geben denen natürlich ihre Aufgaben mit, wie sich dann entwickelt, werden wir dann sehen. Aber man darf sich fast auf ein Heimspiel freuen oder zumindest stimmungstechnisch sicherlich auf ein Heimspiel. Das ist ja das, was man dann in so einer Phase sich auch einfach wünscht, braucht und einfach genießen kann. Ja, das wird so sein, da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, es werden mindestens 3000 Leute da sein von uns. Ich weiß nicht, wir kriegen, glaube ich, nur 1800 Tickets. Aber ich glaube, da haben sich einige irgendwie noch was besorgt, was ich auch gut finde. Und es werden sehr viele Fans uns da unterstützen.